Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Part Monster Hunter. Oh nein, eine dringende Quest. Wir werden mit ihm sprechen, dass wir sie freischalten, aber wir werden sie erst nach Dienstag machen. Das werde ich nicht in einen 10-Minuten-Part reinquetschen. Jäger, dein Timing ist mal wieder sehr perfekt. Ich habe eine dringende Aufgabe für dich. Du musst für mich Unheilpilze im Jura-Grenzland herbringen. Das sind große Pilze mit einzigartigem Duft, die man nur tief im Wald finden kann. Weil Akademie-Ökologen sammeln oft Proben davon als Teil ihrer Forschung, aber ihre aktuellen Vorräte sind fast erschöpft. Sie waren zu sehr in ihre Arbeit vertieft und haben nicht bemerkt, dass sie ihnen ausgingen. Das ist natürlich nur eine sehr lahme Ausrede. Dennoch brauchen die Weikatemie die Pilze für ihre Arbeit. Lass uns also bitte nicht im Stich. Pilze sammeln als dringende Quest? Irgendwas stimmt da doch bei Weitem nicht. Da stinkt doch was. Herr Jäger, rate mal, was ich heute... Ich habe heute eine echt große Quest, korrekt. Naja, eigentlich ist es nur eine typische Lieferung Unheilpilze vom Jura-Grenzland-Quest. Absolut risikofrei, aber nur ein paar der gigantischen Pilze in den dürren, feuchten Höhle sammeln. Nichts, wovor man Angst haben muss. Nein, nein, nein. Nur du, die Quest, die Pilze. Und ganz viel Sicherheit. Ganz sicher. Wer es glaubt, wird selig. Wenn die das schon so sagt, dann glaube ich nicht daran, dass es da sicher ist. Oh, aus den Pilzen können wir vielleicht auch ein Gericht zaubern, das Touristen in Scharen anzieht. Aber egal, die Details kümmern wir uns später. Pass auf, ich meine, viel Spaß und beim Sammeln. Wie auch immer, hier ist die Quest-Action, die heute für dich bereitsteht. Gefahr. Die Klingenschleifen angehört. Wie sie Klingenschleifen anhört. Aber wie gesagt, wir werden das erstmal nicht machen, ne? Stattdessen werden wir ein paar Leber liefern. Wie gesagt, die dringende Quest machen wir nicht. Und ich glaube nicht, dass das so harmlos ist, wie die da tun. Da ist was im Busch, Leute. Das merke ich doch, dass da was im Busch ist. Können mir die Sache, was sie wolle. So, ich brauche Leber von Dingen. Jägernotiz, ne? Monsterliste. Gucken wir doch mal. Sind das die da? Alatron, Alpharon. Ich glaube, Apakerios sind es eher. Ein in der Wüste lebender Pflanzenfresser mit hartem Panzer. Er ist sehr reviergebunden und vertreibt unermüdlich jeden, der in seinen Lebensraum eindringt. Insbesondere Jäger gegenüber ist er sehr aggressiv, da diese oft Eier aus seinen Nestern stibitzle. Oh. Okay. Kaltgetränk. Suchen wir doch mal diese Typen. Wir sind ausnahmsweise mal nicht hinter ihre Eier her, sondern hinter ihren Innereien. Was nicht gerade viel besser ist. So, du bist das nicht. Du bist das auch nicht. Wo sind diese Monster? Wir gehen erstmal durch die großen Gebiete, bevor wir in die kleinen Seitengebiete in diesem Gebiet gehen. Deutsch. Da. Da muss ich irgendwie immer an Kylos denken. Bei den Viechern. Mit dem Schweif, den die da haben. Oh.
Lass mich in Ruhe. Ich will nur seine Nachrein. Also seine Leber, um genau zu sein. Ja, das suchen wir. Gibt er mir noch eine? Ja, er gibt mir sogar zwei. Das ist schön. Das gibt's doch. Er lebt noch. Vorsicht. So. Schön eine auf die Glocke. Ich glaube, Monster-Hartknochen gab es übrigens von Ratjan und Rathanos. Unter anderem, also von großen Monstern. Ach Mensch. Wie ich diese Viecher hasse. Wenn man was ausdehnen will und dann irgendwelche anderen Viecher einfach denken, sie könnten sich da einmischen. Und den haben jetzt meine kleinen Katzen alleine besiegt. Da merkt man, dass die echt ein bisschen OP sind. So, Questinfo. 5 Stück, wir haben jetzt 3. Fehlen noch 2. Naja. Ich habe jetzt gedacht, kurz da was auszunehmen, aber eigentlich haben wir dafür die Zeit. Dead Data Party schon wieder über 6 Minuten lang. Wie gesagt, es kommt ein so 10 Minuten Deck, was ich ja gut. Ja gut. Ja, na gut. Aber eigentlich allein von der Länge her ist das echt verdammt kurz. Ich gebe es ja zu. Und wie gesagt, es tut mir auch leid. Das war nie meine Absicht, so kurze Videos zu bringen, aber es darf doch wohl nicht wahr sein. Lasst mich in Ruhe. Der lebt ja noch. So, darf ich jetzt endlich mal die Viecher ausnehmen? Bitte. Ach, lasst mich doch. Wenn es nicht verschwindet. Okay, nur Monster noch ein S. Wir brauchen eh nur noch eine Leber. Die können wir auch von ihm da hier stipitzen. Ne? Ich bring dich gleich um, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Ich will nichts von dir. Ich lass dich auch am Leben. Aber nur, wenn du mich meine blöden Lebern sammeln lässt. Ich brauche eine Leber. Ich bin Kettenraucher. Nee, Alkoholiker war es ja. Dieses Fuß. Danke. So. Ich warn dich. Meine Güte, was für eine Nervensäge. Gut, aber jetzt haben wir die Leber, die wir brauchen. Plus noch mal ein Bonusmaterial. Von dem einen Viech, was wir dann ausgenommen haben, was ja meine Katzen getötet haben. Es gibt bloß noch ein bisschen zusätzlich Kohle. So, bedenken wir, dass wir da wieder ein Bild brauchen. Mal schauen, was das Capcom da vorwirft. Was der Schnappschuss des Tages ist. Toll. Schnappschuss des Tages. Hätte ich genauso gut eigentlich kurz vor der Questende ein Bild machen können, aber egal. Da sage ich mal nichts dazu. Sie hat Stufe 12 erreicht. So. Und wieder mal 30 Sekunden. Jetzt. Ich bin in letzter Zeit zu schnell. Nicht viel zu schnell. Aber ein little bit zu schnell. Nämlich diese 40 Sekunden oder 20 Sekunden, wo ich dann immer hier so rumstehe und euch irgendwie beschäftigen muss, ist immer eigentlich verschwendete Zeit. Ihr könnt eigentlich jetzt schon ausschalten. Gucken wir doch mal, was der Miaus da so hat.
Ja, da kann man ja nichts verbessern. Und eigentlich bin ich momentan mit den Ausrüstungen zufrieden. Da muss ich mal gucken. Aber gut, Leute, an der Stelle gibt es wieder ein Cut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.